Ja, liebe Geschwister, ich freue mich, dass doch so viele heute Nachmittag auch sich die Zeit genommen haben, wieder auf das Wort Gottes zu hören und diese Fragen mit auch anzuhören, die wir heute Nachmittag behandeln wollen. Es sind Fragen, die, denke ich, fast jede Gemeinde hier in unserem Land, die dem Herrn Jesus nachfolgen will, bewegen und betreffen. Ganz einfach, weil da Einflüsse und Strömungen in den letzten Jahrzehnten in die Gemeinden hineingekommen sind, die ganz bestimmte neue Einflüsse, Lehren, Praktiken hineingebracht haben. Und ja, das Echo darauf ist meistens geteilt. Das heißt, es gibt Gläubige, die begrüßen das begeistert, dass solche Dinge wie Leben mit Vision oder Willow Creek, Gemeindewachstumsbewegung, dass es aufkommt. Die denken, das ist ein gesunder Aufbruch, das gibt Hoffnung, da kommen neue Leute dazu. Man kann damit Menschen von heute ansprechen. Und es gibt andere, die haben damit Not, die empfinden, dass damit etwas Wichtiges aufgegeben wird, dass biblische Grundsätze aufgegeben werden und dass hier etwas, ein anderer Geist, eine andere Praxis eingeführt wird als das, was eigentlich von der Bibel her richtig wäre. Und so gibt es da immer wieder Spannungen, Fragen. Wir wollen heute in keiner Weise polemisieren. Wir wollen nicht Menschen verurteilen. Wir wollen nicht einfach Stimmung machen für oder gegen irgendetwas, sondern ich denke, wir haben das von gestern mitgenommen. In dieser letzten Zeit müssen wir das, was auf die Gemeinden und auf den Einzelnen eindringt, an Einflüssen, an Lehren, an neuen Strömungen, wir müssen es beurteilen. Wir müssen prüfen, nüchtern prüfen, was wirklich Gottes Willen heute entspricht und was nicht. Ja? Prüfet alles, das Gute behaltet. So sagt es Apostel Paulus in 1. Thessalonicher 5. Und es ist heute wichtiger denn je. Nicht jede Stimme, die im Namen Jesu Christi zu uns spricht, kommt auch wirklich von unserem erhöhten Herrn und Heiland. Das müssen wir wissen. Es gibt viele, sagt der Herr Jesus selbst, die in seinem Namen reden werden und die durch Verführung und Falsches in die Gemeinden hineinbringen. Da werden wir heute Abend auch etwas mehr drüber hören. Dass die Endzeit eine Zeit der Verführung ist, eine Zeit der falschen Propheten, der falschen Lehrer, die Hochkonjunktur haben, die versuchen, ihre Ansichten in die Gemeinde hineinzubringen. Und deshalb dürfen wir nicht einfach seelisch und naiv und vordergründig alles begrüßen und harmlos beurteilen, was so neu aufkommt in der Christenheit, sondern wir sind wirklich gerufen, prüfet. Prüfe die Geister, ob sie aus Gott sind, ruft der Apostel Johannes uns zu. 1. Johannes 4,1. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt hinausgegangen. Und in diesem Sinn wollen wir einige moderne Strömungen in der evangelikalen Christenheit von heute beurteilen von der Bibel her. Zunächst einmal soll es um die Gemeindewachstumsbewegung gehen. Das Stichwort Willow Creek, Bill Hybels, Rick Warren und sein Buch Leben mit Vision, das sind so die bekanntesten Ausdrucksformen dieser modernen Bewegung. Worum geht es bei dieser Bewegung? Nun, es geht darum, dass diese evangelikalen Führer seit Jahren sagen, die Zeit hat sich geändert, unsere Kultur hat sich geändert, und die christliche Gemeinde kann nur dann einen nennenswerten Einfluss unter den modernen Menschen von heute ausüben, wenn sie sich an diese Kultur und an diese neue Zeit anpasst. Wenn sie einen neuen Zugang findet zu dem Menschen von heute. Der alte Zugang wirkt nicht mehr. Das ist so ungefähr dieser Grundansatz. Und man sagt, ja, letztlich ist ja jedes Mittel zu rechtfertigen, damit der moderne Mensch von heute überhaupt noch angesprochen werden kann. Und das müssen wir dann auch prüfen,
im Laufe dieses Nachmittags stimmt es. Rechtfertigt der Zweck jedes Mittel? Oder sind für die Evangelisation und den Gemeindebau, wenn er wirklich im Sinne des Herrn Jesus erfolgen soll, müssen wir da die Mittel genauso biblisch auswählen wie unsere Ziele? Ja, das ist also eine der ganz wichtigen Fragen, die da im Raum stehen. Und Bill Hybels, Rick Warren und andere sagen, Hauptsache Gemeinde wird gebaut, Hauptsache Menschen werden Christen, wie auch immer, da müssen wir noch drauf kommen, ob sie das wirklich echt werden oder nicht. Aber Hauptsache, sie strömen zu den Gemeinden und die Gemeinden wachsen und dadurch werden Menschen mit dem Evangelium erreicht. Das geht heute nur, wenn wir ganz neue Mittel einsetzen, die der heutigen Zeit angemessen sind. Und wer bei den alten Mitteln bleiben will, der wird aussterben. Das ist so ziemlich die Drohung, die dann da auch dahinter steckt. Ja, wenn ihr nicht mit auf unseren Zug aufspringt, dann habt ihr den Anschluss an die Zeit verloren und ihr werdet aussterben. Ja, vielleicht noch etwas zu dem geistlichen Hintergrund der Gemeindewachstumsbewegung. Woher kommt dieses Denken? Es kommt aus verschiedenen Einflüssen heraus. Ich möchte zunächst mal eine ganz besonders erwähnen, und das ist eben überhaupt die Entwicklung des modernen Evangelikalismus in Amerika. Das ist ein Thema, mit dem ich mich ziemlich beschäftige, wo ich auch versuche, vielleicht auch mal ein Buch drüber zu schreiben. Tatsache ist, dass also eigentlich aus der früheren bibeltreuen Bewegung in Amerika, den sogenannten Fundamentalisten, das ist ja heute ein Fremdwort, ein Schimpfwort geworden und ein verfälschter Begriff, das waren eigentlich die, die im Gegensatz zur liberalen Theologie an den Fundamentals, an den fundamentalen Wahrheiten der Bibel festhalten wollten. Wie zum Beispiel die Jungfrauengeburt Jesu Christi, das erlösende Werk des Herrn Jesus am Kreuz, die Auferstehung Jesu Christi als reale Tatsache und die Wiederkunft Jesu Christi und die Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift. Das waren so diese Grundsätze und Christen in Amerika haben gesagt, dafür wollen wir kämpfen, als die liberalen Theologen anfingen, das alles in Frage zu stellen. Und dann gab es eine zweite Generation, das ist oft das Problem mit der zweiten Generation, eine zweite Generation dieser Fundamentalisten, akademisch hochgebildete Leute, zum großen Teil, die haben gesagt, wir wollen nicht länger kämpfen, wir wollen nicht länger uns absondern von den liberalen kirchlichen Strömungen. Wir wollen den Dialog. Dieser Begriff ist sehr interessant, Dialog. Ja? Das ist ein gleichberechtigtes Zwiegespräch, wo einer auf den anderen hört und wo einer die Wahrheit des anderen gleichberechtigt neben seiner eigenen Meinung stehen lässt. Das ist ein Dialog. Ja? Und wenn ein wiedergeborener Christ sagt, ich will den Dialog mit den liberalen Theologen pflegen, tja, was ist das? Preisgabe des eigenen Glaubensstandpunktes? Ja? Im Grund ein Stück ein Verrat. Ja? Das geht nicht. Wir können mit einem Leugner der Gottessohnschaft Jesu Christi und des Sühnopfers keinen Dialog führen. Aber diese Leute haben gesagt, wir wollen wichtig werden für die Gesellschaft, wir wollen Einfluss gewinnen, wir wollen einen Kompromissweg gehen. Wir wollen die Wahrheiten, die Grundüberzeugung nicht aufgeben. Aber wir wollen nicht mehr dafür kämpfen, und wir wollen auch nicht mehr die Verführer beim Namen nennen und bekämpfen, sondern wir wollen nur noch das Positive betonen, den Kompromiss und den Dialog. Ja? Das, der bekannteste Vertreter dieser Strömung ist Billy Graham. Kennt wohl jeder. Bill Bright. Ja? Das sind die sogenannten neuen Evangelikalen. Und die haben gesagt, wir wollen nicht mehr Fundamentalisten sein. Ja? Wir wollen nicht mehr kämpfen. Wir wollen gute intellektuelle Bücher schreiben, die auch die liberalen Theologen anerkennen müssen und wo sie sagen, Mensch, das sind ernstzunehmende Theologen, diese Evangelikalen. Ja? Sie haben Bücher geschrieben, die Liberalen haben sie nicht anerkannt, die haben sich zwar gefreut, dass sich da etwas bewegt in ihre Richtung, aber die sind natürlich nicht bekehrt worden dadurch. Ja? Aber was passiert ist, ist, dass eine ganze Strömung begonnen hat, sich dem Zeitgeist und der Welt anzunähern. Und dann gab es diese Linie des Kompromisses. Man wollte noch die Irrtumslosigkeit der Bibel und die Jungfrauengeburt und all das
bekennen. Aber auf der anderen Seite wollte man auch die liberale Leugnung ernst nehmen, mit den Leuten ins Gespräch kommen, ihre Argumente auch berücksichtigen. Und im Endeffekt hat es dazu geführt, mindestens in der zweiten Generation wurden die Evangelikalen liberaler und immer liberaler. Ja? Sodass sie dann auch schon nicht mehr an die Irrtumslosigkeit der Schrift glauben, dass sie auch schon Mühe haben mit dem Sühnopfer Jesu Christi, dass ein anderes Verständnis von Evangelium entstanden ist. Und das ist etwas, das müssen wir auch berücksichtigen, das ist über die Jahrzehnte in Form von Büchern, die überall, Brockhaus, Hensler, in jedem deutschen Verlag übersetzt wurden. Es sind fast keine bibeltreuen, kämpferisch bibeltreuen Bücher übersetzt worden, sondern nur die neuen Evangelikalen. Wie gesagt, Billy Graham ist also ein ganz bekanntes Beispiel. Ja, es gibt aber noch viele andere Leute, die entweder halbe Bibelkritiker waren oder zumindest entscheidende Kompromisse mit der Welt gemacht haben. Sie haben im Grund die Verlagsprogramme der deutschen evangelikalen Verlage gefüllt. Denn zwei Drittel eines deutschen evangelikalen Verlagsprogramms sind ja Übersetzungen aus dem Amerikanischen. Das wissen wir ja inzwischen. Ja. Und wahrscheinlich haben schon manche gespürt und gemerkt, da ist eigentlich nicht alles immer so gesund und erbaulich, was darüber kommt. Ja. Aber man hat auch viel Gutes gelesen und man war sich nicht sicher und man hat es mal so stehen lassen. Aber hier kam ein Einfluss, eine Strömung, die gesagt hat, wir können nicht so weltfremd sein, dass wir nur nach der Bibel gehen. Wir müssen Kompromisse machen mit der Welt, mit dem Zeitgeist. Ja? Wir müssen irgendwo, wenn wir ernst genommen werden wollen, müssen wir uns bewegen in Richtung auf diese Welt zu. Wir können nicht so einseitig sein. Ja? Und genau diese Kompromissrichtung, das waren die Großväter der Gemeindewachstumsbewegung. Ja? Das war der geistliche Nährboden, auf dem dann ein Bill Hybels und ein Rick Warren, die eigentlich schon die dritte Generation dieser Bewegung sind, aufgebaut haben. Und der andere Punkt, den wir auch sehen müssen, ist also der Einfluss eines Robert Schuller. Das ist ja ein recht bekannter Mann, aber ein Irrlehrer, ein wirklicher Irrlehrer, der diese im Grund esoterische Lehre des positiven Denkens in die Christenheit in Amerika hineingebracht hat. Robert Schuller, ein presbyterianischer oder reformierter Pfarrer, der aber eben von vornherein die Lehren von Norman Vincent Peale und anderen Irrlehrern übernommen hat, der sagt, Gott ist der Vater aller Menschen, Christus ist gestorben, um die Selbstverwirklichung des Menschen zu ermöglichen, den Ego-Trip des Menschen zu heiligen. Ja. Er hat also im Grunde ein völlig anderes Evangelium. Er sagt auch, man darf die Menschen nicht Sünder nennen, sie sind keine Sünder. Ja. Ihnen fehlt nur etwas Wichtiges und das will Ihnen Christus noch dazugeben, damit Sie so richtig vollkommen sind. Ja? Also das ist ein Mann, der im Grund ein anderes Evangelium vertreten hat, der aber genau den Nerv der abgefallenen Christenheit in Amerika getroffen hat. Diese Leute wollten Religion, sie wollten einen Glauben an Gott, sie wollten etwas Positives, was ihnen Halt gibt im Erfolgskampf. Ja? Das waren ja meistens erfolgreiche, ja, Arbeiter, Unternehmer, Ingenieure, Leute, die im Berufsleben standen und die wollten am Sonntag eine erbauende Predigt hören, die ihnen weiterhilft. Ja? Und das hat ihnen Robert Schuller gegeben. Ja, er hat ihnen Lebensrezepte gegeben, positiv denken und dann bekommt man auch positive Ergebnisse. Ja? Und diese Linie hat dazu geführt, dass dieser Mann die erste moderne Megagemeinde gegründet hat. Eine Gemeinde, die an die 10.000 Mitglieder inzwischen hat, eine ganz bekannte, ein Kirchengebäude gegründet hat, die Crystal Cathedral, ja, Kristallkathedrale. Und er war das Vorbild aller dieser Leute wie Bill Hybels und Rick Warren, die Megagemeinden, große, schnell wachsende Gemeinden in Amerika gegründet haben. Dass er ein Irrlehrer war und offen das biblische Evangelium verleugnet hat, das haben die Leute alle runtergespielt. Billy Graham hat ihn als seinen persönlichen Freund bezeichnet und hat gesagt, er kennt wenige Christen, die so viel Verdienste um die Christenheit in Amerika hätten wie Robert Schuller. Ja, muss man sich mal vorstellen. Ja? Also da werden die Unterschiede zwischen Irrlehre und biblischer Lehre völlig außer Acht gelassen. Das ist ein Merkmal des Evangelikalismus, dass man alles stehen lässt, was sich auch nur entfernt christlich nennt.
Ja, in den letzten Jesus Rallies da in Amerika wurden sogar die Mormonen eingeladen mitzumachen. Die Adventisten machen schon längst mit. Es gibt keine Irrlehre mehr für diese Leute, ja. Alles ist mit drin. Natürlich die Katholiken sowieso. Jeder, der sich auf irgendeinen Jesus beruft, ist herzlich willkommen, ja. Also diese Bandbreite ist auch ein Hintergrund dieser Gemeindewachstumsbewegung. Es gibt nicht nur keinen Kampf mehr gegen Irrlehren, sondern es gibt überhaupt keine Irrlehren mehr. Ja? Alles geht, alles ist machbar. Ob jemand liberal ist oder radikal charismatisch oder Mormone, das macht überhaupt nichts mehr. Ja? Hauptsache, man ist religiös. Und in diesem Klima wuchs diese Strömung der Gemeindewachstumsbewegung, da kam noch dazu der Einfluss interessanterweise von weltlichen Management-Experten. Peter Drucker, einer der Idole des weltlichen Managements in der ganzen Welt, hat in den letzten 2 Jahrzehnten seines Lebens ganz intensiv sich um christliche Gemeinden gekümmert. Das ist interessant, der Mann ist nicht bekehrt, ja, der ist formal nur Namenschrist, aber er hat gesagt, christliche Gemeinden spielen eine große Rolle in der Gesellschaft der Zukunft und sie müssen aber dafür ausgerüstet werden. Also hat er zum Beispiel den Gründer von Saddleback, den Rick Warren, seit 20 Jahren betreut. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Geschult, beraten und hat da eine Linie mit reingebracht des weltlichen Management, das heute in die Gemeinde hineinkommt. Ja. Also heute, früher war jemand, der Ältester ist, einfach von Gott berufen, ein erfahrener Bruder aus einer örtlichen Gemeinde, der die Gnadengabe vom Heiligen Geist brauchte für diesen Dienst. Ja. Heute muss ein Pastor ein akademisches Theologiestudium absolviert haben, dann muss er noch Managementkurse absolviert haben und er muss natürlich ein Psychologiestudium absolviert haben, sonst kann er gar kein richtiger Pastor sein. Ja. Was ist das? Das ist Verweltlichung, das ist eine Abweichung von den biblischen Grundsätzen. Ja. Aber also diese Managementlinie kommt mit hinein in die Gemeindewachstumsbewegung, sodass also ein bekannter Unternehmensberater ein Buch schreiben konnte in Amerika, das heißt Marketing the Church, so viel wie vermarkte ich die Kirche? Wie bringe ich die Gemeinde vorteilhaft an den Markt? Ja, also so ein Denken. Ja, Religion als Ware, Christentum als eine Ware, die die Leute einem abkaufen soll. Diese Gedanken, auch ein grundsätzlicher Pragmatismus, der Zweck heiligt die Mittel, ist in der Gemeindewachstumsbewegung drin, genauso Einfluss von Radikalcharismatikern, ja. Paul Yonggi Cho ist das große Idol aller Gemeindewachstumsvertreter. Warum? Er hat die angeblich größte Gemeinde auf der ganzen Welt. Inzwischen werden 800.000 Mitglieder für diese Gemeinde reklamiert, ja. Wenn man sich anschaut, wie der Mann sie gebaut hat, nämlich mit magischem Denken, mit Visualisierung und Freisetzen und in Existenz sprechen, dann muss es einem kalt den Rücken runterlaufen. Ja. Ich bin überzeugt, das ist überhaupt keine christliche Gemeinde. Ja. Und ich bezweifle, dass es da überhaupt echte Bekehrte groß in diesen 800.000 Reihen gibt. Ja. Aber er wird hochgehalten als der erfolgreichste Gemeindegründer auf der ganzen Welt. Ja. Mit dem größten Wachstum. Und das ist das, was zählt. Wachstum, Zahlen zählen. Ja. Wer das meiste Wachstum hat, der ist auch wirklich gefragt. Kann man nachsehen bei den modernen Evangelikalen in Deutschland. Immer wieder taucht jetzt der Name Peter Wenz auf, auch in ganz reputierten evangelikalen Kreisen. Ja, dieser Mann ist ein Irrlehrer, ein Radikalcharismatiker, der die Irrlehren von Kenneth Hagin und der Wort des Glaubensbewegung aktiv verbreitet hat. Ja, aber er ist respektabel, weil er in Deutschland die größte Gemeinde mit 3000 Gottesdienstbesuchern hat. Und Erfolg rechtfertigt alles. Ja, dann schaut man nicht mehr danach, was der für zweifelhafte Lehren vertritt, sondern er wird als Vertreter einer erfolgreichen Gemeinde überall eingeladen und ernst genommen, auch von den Nicht-Charismatikern inzwischen. Ja, das ist dieser Trend, der auch in Amerika da ist. Das, was funktioniert, muss richtig sein. Ja, und das ist eine ganz große Verführung. Das stimmt einfach nicht. Ja, sondern im Gegenteil, wir können sagen, wenn in der Endzeit, wo mehr denn je gilt für die wahre Gemeinde, du hast eine kleine Kraft, aber du hast mein Wort bewahrt. Wenn da etwas ganz, ganz groß ist und die Massen strömen und alles ganz erfolgreich wird und ein Megawachstum da ist, dann müssen wir sagen, das ist ganz sicher nicht von Gott. Da ist was, da stimmt was nicht. Ja? Die Welt liebt nur das Ihre. Ja?
Aber die, die wirklich dem Herrn Jesus nachfolgen, die hasst die Welt. Aber die Welt hat in Form renommierter Unternehmenszeitschriften gesagt, also Saddleback Rick Warren ist mit seinem Management ein Vorbild für alle amerikanischen Big Business Unternehmen. Ja? Die haben die gelobt, weil er eine vorbildliche Arbeit macht im Management. Ja? Und das kann ja nicht sein. Wenn die Welt uns lobt, dann stimmt was nicht. Ja? Gut, also diese Dinge sind schon seit vielen Jahren in der Entwicklung. Und hier in Deutschland haben die liberalen Großkirchen, denen die Leute davonlaufen, und auch die evangelikalen Kreise, die Panik haben vor dem Gedanken, dass vielleicht die jüngere Generation nicht mehr so bei der Stange bleibt, haben diese Ideen der Gemeindewachstumsbewegung begierig aufgegriffen. Wie ziehen wir Leute an? Wie kriegen wir Wachstum? Ja, das ist die große Frage. Und die Antwort ist von dieser Gemeindewachstumsbewegung: Ihr müsst eure Gottesdienste, eure ganze Gemeindearbeit an den Bedürfnissen der unbekehrten Menschen ausrichten. Ihr müsst es alles so gestalten, dass sich ein fernstehender Nichtchrist wohlfühlt bei euch. Und dann müsst ihr ihn locken. Ja? Ihr müsst ihm ein paar Rezepte bieten, wie er seine Ehe besser machen kann, wie er im Beruf Erfolg haben kann. Wenn er dann merkt, dass das mit der Bibel eigentlich ganz gut funktioniert, dann wird er vielleicht auch sich für den Glauben interessieren und sich bekehren. Ja, das ist so ganz einfach gesagt. Das Grundkonzept: öffnet eure Gemeinden für die Welt. Bringt die Popmusik, bringt Filme und Kino und Theater, bringt Diskotanz in eure Gemeinden rein, dass die Leute meinen, sie seien in irgendeiner Fernsehshow, ja, so wie man bei uns in die Stadthalle geht und einen schönen Abend verbringt als Weltmensch, ja, und sagt, oh, die haben auch wieder mal nett gesungen und getanzt. So muss es in der Gemeinde zugehen, dass die Leute gerne kommen, ja. Und dann bringt ihnen eine positive Botschaft und dann habt ihr sie geködert. Dann haben sie angebissen. Und in diesem Sinn werden auch heute Hunderte, wenn nicht Tausende von christlichen Gemeinden, evangelikalen Gemeinden in Deutschland umprogrammiert durch die Lehren und Gedanken der Gemeindewachstumsbewegung. Wir haben mehrere Willow Creek Kongresse gehabt in Deutschland mit jeweils mehreren tausend Teilnehmern, hochkarätige Leiter, Mitarbeiter von Gemeinden, Älteste, Kirchengemeinderäte, Bischöfe, Pfarrer, Superintendenten, was nicht alles, ja. Also man hat gezielt die Führungskräfte angesprochen, hat gesagt, Leute, ihr wollt doch Erfolg haben, ja. Ihr wollt doch auch, dass eure Gemeinden wachsen, ja. Ihr müsst dieses Rezept anwenden. Ihr müsst die Gemeinden umstellen. Alles Fromme, alles dieses komische heilige Getue müsst ihr wegtun, ja. Ihr müsst die Leute anziehen durch ein interessantes, populäres, weltförmiges Programm. Dann kommen sie, ja. Und so geht es durch die Reihen. Das Ergebnis: viele ältere, ernste Gläubige, denen bricht beinahe das Herz. Die werden Fremde in ihren eigenen Gemeinden. Sie spüren, es stimmt was nicht, aber die jungen, dynamischen Pastoren, die diese ganze Sache durchziehen, sagen, Leute, es ist unsere Zukunft, wir werden sonst eingehen, wir müssen diesen Weg gehen. Und oft genug werden die Kritiker oder die beiseite stehenden schlicht und einfach hinausgedrängt, hinauskomplimentiert, ist schon fast zu freundlich gesagt, aus den Gemeinden. Ja? Weil sie stören nämlich. Da müssen alle eins sein und alle an diesem neuen Strang ziehen, damit es funktioniert. Jetzt einfach mal so ein paar biblische Schlaglichter auf dieses Konzept. Ich kann das nur sehr kurz fassen, aber eines ist ganz eindeutig. In dieser Bewegung ist die Lehre der Apostel als Richtschnur für den Gemeindebau abgeschafft worden. Ganz heimlich, still und leise. Wisst ihr, wenn ihr Verführungslinien mal studieren wollt, dann werdet ihr feststellen, die Verführer umgehen die Apostellehre. Das ist interessant. Die Evangelien, die kann man ganz schön unterschiedlich auslegen. Ja? Wenn der sagt, oh, bei Jesus können wir 12 Grundsätze erfolgreichen Managements lernen, ja? Und dann wird da was hineingedeutet. Wie ging Jesus mit seinen Jüngern um, ja? Und dann werden da so ein paar weltliche Rezepte und das wird dann so irgendwie gemacht, dass das passt, ja? Die Evangelien, ja.
Aber was ist mit der Lehre der Apostel? Was ist mit der Lehre der Apostel? Ihr Lieben, das ist unsere Grundlage. Ja, die Evangelien sind von grundlegender Bedeutung und sehr, sehr wichtig. Aber die Lehre, wie die Gemeinde des lebendigen Gottes sich verhalten soll, was ihre Linie ist, ihre Grundlage, das finden wir nicht in den Evangelien. Warum denn nicht? Der Herr Jesus sagt es im Johannesevangelium. Er sagt, noch vieles hätte ich euch zu sagen. Aber ihr könnt es jetzt noch nicht fassen. Ja? Der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit leiten. Und das ist die Verheißung für die Apostelbriefe. Ja? Das heißt, die Jünger waren ja noch in Israel, die waren auf jüdischem Boden. Wenn man denen gesagt hätte, ihr werdet eine Gemeinde mit den Heiden bilden, und ja, die wären völlig, die hätten es überhaupt nicht gepackt. Ja, die hätten es nicht verstanden. Aber danach fing der Geist Gottes an, den Aposteln die Wahrheit von der Gemeinde aus Juden und Heiden und ihren Grundlagen zu offenbaren. Und besonders der Apostel Paulus bekam vom Geist Gottes, von dem erhöhten Herrn Jesus Christus selbst, die Richtlinien für biblisches Gemeindeleben und für biblisches Christentum geoffenbart. Und deshalb, für jede biblische Gemeinde ist die Lehre der Apostel die entscheidende Richtschnur. Ja, übrigens auch die Sache, wie die Pfingstbewegung letztlich die Leute verführt hat, auch mit den, zum Beispiel mit den Wunderzeichen, ja, dass man sagt, wir müssen heute noch Hände auflegen, Tote auferwecken, Wunderheilungen vollbringen, Zungen reden, ja, weil sie nicht unterschieden haben zwischen dem Dienst der Apostel in Israel und der neutestamentlichen Gemeinde, die nach Pfingsten gegründet wurde, und nicht unterschieden haben zwischen der apostolischen Anfangszeit und der Zeit nach der Vollendung des neutestamentlichen Schrifttums, wo die Wunderzeichen aufgehört haben nach dem Willen Gottes und wo es darum ging, im Glauben nach dem Wort Gottes, nach der Apostellehre zu handeln. Ja, also in dem Moment, wo man die Apostellehre dazu nimmt, dann merkt man zum Beispiel, dass eben das Händeauflegen und das Tote auferwecken nicht etwas ist, was Gott ständig für die Gemeinde haben will, sondern es war ein Zeichen für die Anfangszeit. Ja, also die Apostellehre ist im Grund auch der Schutz vor Verführung, dass wir die festhalten. Die Lehre der Apostel ist auch der Schlüssel zur Auslegung des Alten Testaments und der Evangelien und der Apostelgeschichte. Und interessant ist, diese Apostellehre wird völlig beiseite gesetzt. Die Apostellehre besagt zum Beispiel, dass die Gemeinde ein heiliges Priestertum ist, dass sie abgesondert sein muss von der Welt. Wir werden diese Dinge noch hören. Ab 2. Korinther 6, was für eine Gemeinschaft hat ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Wie kann Licht und Finsternis zusammenpassen? Ja? Bill Hybels sagt, bringt sie nur zusammen, ja? Holt die Ungläubigen rein, wir müssen Gemeinschaft haben, wir müssen zusammen sein. Was ist das für ein Konzept? Ist das biblisch? Entspricht es der Apostellehre? Nein. Ja? Also die Apostellehre wird beiseite gesetzt. Wir sehen das am deutlichsten in der Frauenfrage. Ja? Der Herr Jesus Christus selber hat Gebote gegeben durch den Apostel Paulus. 1. Korinther 14 sagt der Apostel Paulus auch, das sind Gebote des Herrn, die ich euch schreibe. Ja, unter anderem, dass die Frau in der Gemeinde schweigen soll und eine untergeordnete Stellung hat, dass sie nicht lehren und nicht leiten soll. 1. Timotheus 2. Ja, die Willow Creek Bewegung sagt ausdrücklich, wer nicht den Leitungsdienst und den Lehrdienst der Frauen anerkennt, der kann überhaupt nicht mit bei uns dabei sein. Das ist also eine Grundvoraussetzung für die Mitgliedschaft in Willow Creek, dass eine Gemeinde sagt, bei uns dürfen Frauen 1. Timotheus 2 brechen, sage ich jetzt mal so. Ja? Das heißt also, die Apostellehre ist uninteressant. Wir bauen Gemeinde pragmatisch nach menschlichen Grundsätzen. Das ist das, was die Gemeindewachstumsbewegung lehrt. Und das andere, der andere Grundsatz ist, der Mensch und nicht Gott steht im Mittelpunkt des Gemeindelebens. Und das ist eine ganz radikale und schwerstwiegende Verfälschung biblischer Gemeinde. Ich kann jetzt nicht so sehr darauf eingehen, auf diese Grundsätze der Bibel, aber ich möchte es nachher noch kurz erwähnen. Die Bibel sagt, Gott ist der Mittelpunkt der Gemeinde. Die Gemeinde ist eine heilige Priesterschaft, berufen, dem lebendigen Gott zu dienen, ihn zu ehren, ihn zu preisen. Die Gemeinde ist die Versammlung der Heiligen, nicht die Versammlung der Weltmenschen. Ja? Und
die Gemeinde ist ein Tempel Gottes. Wir haben es gestern schon kurz gehört. Und das bedeutet, die Gemeinde ist abgesondert von der Welt, von ihrem ganzen Wesen her. Der Herr Jesus sagt, ich habe euch herausgerufen aus der Welt, aus der Welt. Die Welt hasst euch. Ihr seid nicht von der Welt. Ja? Die Vermischung mit der Welt ist letztlich der geistliche Tod der Gemeinde, der wahren Gemeinde. Ja? Also hier sind ganz entscheidende Dinge verfälscht worden. Ich möchte das einfach nochmal deutlich machen. 1. Petrus 2, dass wir das nochmal vor Augen haben, was die Schrift hier lehrt. Ab Vers 4, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Und das andere, ganz verwandt damit, aus dem 2. Korintherbrief, dieses Wort wird uns ein bisschen noch begleiten, diese Tage, ab Vers 14 in Kapitel 6, 2. Korinther 6, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen, und ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Das ist ein ganz wichtiger geistlicher Grundsatz. Ja? Die Gemeinde ist herausgerufen aus der Welt, sie ist nicht von der Welt, sie muss sich absondern von der Welt, wenn sie für Gott wohlgefällig sein kann. Wir können entweder reine Braut sein oder weltförmige Hure. Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Ja? Braut oder Hure. Wir werden da noch drauf kommen. Das heißt, die wahre Gemeinde muss sich von der Welt unbefleckt halten. In der wahren Gemeinde hat ein Ungläubiger eigentlich keinen Platz. Nicht, dass da nicht Ungläubige auch in die Versammlungen kommen können. Aber die Versammlungen dürfen wir niemals darauf ausrichten, dass hier Ungläubige evangelisiert werden sollen. Sondern die Versammlungen der Gemeinde sind dazu da, dass die Heiligen erbaut und gestärkt werden im Glauben. Ja? Das heißt nicht, dass wir nicht immer wieder das Evangelium auch verkündigen sollten in der Gemeinde. Denn es gibt ja auch unbekehrte Gemeindekinder zum Beispiel, ja, und immer Unbekehrte in den Versammlungen. Aber in dem Moment, wo ich anfange, die Versammlungen auf die Ungläubigen auszurichten, statt auf die Gläubigen, bin ich dem Wort Gottes ungehorsam. Und ich verkehre den wahren Sinn von Gemeindeversammlung. Ja, es ist eine Erbauung der Heiligen. Und die Ungläubigen, ja, da sagt der Herr Jesus, geht hinaus zu ihnen und bringt ihnen das Evangelium, ja. Nicht holt sie zu euch herein, schon gar nicht lockt sie zu euch herein, sondern geht hinaus. Ja, heute zum Beispiel ein sehr wirksames Mittel, Hauskreise, ja, Bibelhauskreise, Gespräche mit Menschen. Und wenn sie dann wirklich suchend sind und sich bekehrt haben, dann haben sie auch ihren Platz in der Gemeinde. Ja, aber nicht, dass man die Gemeinde auf die Ungläubigen ausrichtet. Das ist eine verführerische, falsche, unbiblische Lehre. Ja. Und der andere Punkt, es werden ganz bewusst bei der Verkündigung des Evangeliums die Dinge hervorgehoben, die dem Menschen gefallen. Und das ist auch etwas Sündiges und Verkehrtes. Man arbeitet mit Ködern. Wie gesagt, Bill Hybels sagt, ihr müsst Predigten bringen, wie möble ich meine Ehe auf? Ja? 5 Predigten hintereinander, immer ein paar Rezepte bringen, ein paar praktische Beispiele. Parzani setzt es um in Pro Christ. Ja? Da bringt er dann so ein windiges Buch, die 5 Sprachen der Liebe von irgendeinem amerikanischen Psychologen. Und dann sagt er hier 5 Rezepte, wie du deine Ehe wieder erneuern kannst. Ja? Also solche Dinge,
Und das ist dann ein Köder, sagt ihr, oh, das ist aber schön, bei denen lernt man was Praktisches, das kann ich für mich brauchen. Ja, ah ja, vielleicht komme ich da mal wieder hin und höre mir das auch nochmal was an, noch ein Rezept. Ja, also, dass man ganz bewusst nur die Dinge predigt, und das sagt auch zum Beispiel Rick Warren ganz deutlich den Pastoren, die zu ihm kommen, er sagt, predige nur das Positive. Du darfst die Leute nicht verschrecken mit Bußrufen und mit Predigten über die Sünde. Du darfst ihnen nicht erzählen, dass sie Sünder sind, sondern du musst sie damit locken, dass du sagst, hier, wir haben eine Möglichkeit, wie du dein Leben noch positiver gestalten kannst. Wie du Kraft gewinnen kannst für deinen Existenzkampf im Beruf. Ja? Und dann kommen die Leute. Aber damit ist etwas ganz Schwerwiegendes passiert. Ich habe nämlich letztlich das Evangelium verfälscht und habe das gemacht, was Paulus sagt, dass wir das nicht machen dürfen und nicht machen sollen. Ich habe nämlich Köder benutzt, um die Menschen anzulocken. Wir lesen mal im 1. Thessalonicher Brief, wie Paulus evangelisiert hat. 1. Thessalonicher 2, ab Vers 2. Gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zu verkünden unter viel Kampf. Denn unsere Verkündigung entspringt nicht dem Irrtum, noch unlauteren Absichten, noch geschieht sie in listigem Betrug. Und es ist ganz interessant, dieser Begriff listiger Betrug im Griechischen, dolos, das heißt so viel wie mit Hilfe von Ködern, mit Hilfe von Lockmitteln. Ja, das war das, was der Jäger benutzt hat, um irgendein Tier in die Falle zu locken. Ja? Ein Köder. Und Paulus sagt, ich habe keine Köder benutzt. Was wäre denn ein Köder gewesen? Ein Köder wäre gewesen, wenn er zu den Philosophen in Athen gegangen wäre und gesagt hätte, Leute, ich habe eine neue philosophische Schule aufgemacht. Ja? Christus ist der größte der Philosophen. Das hat er aber nicht gesagt. Ja? Er hat den Philosophen in Athen Christus in einer Weise verkündigt, dass die gesagt haben, was will dieser Schwätzer eigentlich? Ja? Also es war unpopulär, ist nicht angekommen, ja? Aber es war die biblische Wahrheit. Ja? Also keine Köder verwenden, sich nicht den Menschen anbiedern, sondern ihnen von Gott her das sagen, was Gott verordnet hat. Das ist biblische Evangelisation. Und das Moderne bedeutet, ich verfälsche das Evangelium. Ich lasse die negativen Botschaften über die Hölle, über den Zorn Gottes, über die Verdorbenheit des Sünders weg. Und ich predige nur noch die Hälfte des Ratschlusses Gottes. Ja? Und der halbe Ratschluss Gottes gepredigt, das ist eine Unwahrheit. Das ist nicht nur eine halbe Wahrheit, sondern es ist eine Unwahrheit. Ja? Wenn ich die Wahrheit von der Sündhaftigkeit des Menschen und vom Zorn Gottes weglasse, dann stimmt gar nichts mehr in meinem Evangelium. Ja? Dann weiß der Mensch auch gar nicht mehr, warum er eigentlich die Gnade Gottes annehmen soll, wenn er sowieso eigentlich schon ziemlich in Ordnung ist. Ja? Also das sind diese Dinge, die man erkennen und durchschauen muss, dass diese ganze Bewegung im Prinzip ein falsches, verfälschtes Evangelium predigt. Und wenn sie das echte predigen würden, dann hätte der Rick Warren nicht 30.000 Besucher in seinen Gottesdiensten, ja? Sondern vielleicht bloß 5.000. Das ist ganz klar. Ja, wenn man dem Sünder sagt, dass er ein Sünder ist und dass er sich bekehren muss, dann kommen die meisten Sünder nicht nochmal wieder. Ja? Dann sagen sie so wie der Statthalter, oh, ein andermal. Ja? Wenn es wieder so gelegen ist, dann werde ich dich wieder rufen. Ja? Das ist klar. Ja? Ich muss Zugeständnisse der Botschaft machen, wenn ich die Leute locken will. Und genau das tun diese pragmatischen Gemeindewachstumsexperten. Sie verkünden ein Zeitgeist angepasstes Evangelium. Und was das Schlimme ist, damit wird auch die ganze Gemeinde mit ihrem Denken an den Welt- und Zeitgeist angepasst. Ja? Die Gemeinde wird von dem ewigen Wort Gottes weggelockt und man sagt, ihr müsst studieren, wie die Menschen heute denken, ihr müsst die postmoderne Mentalität studieren, ihr müsst Psychologie studieren, ihr müsst alles möglich machen, nur nicht ganz einfältig der Bibel glauben und der Bibel folgen. Sonst habt ihr keinen Erfolg. Ja? Und Erfolg ist ja schließlich das Wichtigste. Angeblich. Ja? Also das ist diese Sache, die Gemeinde wird verweltlicht. Die Gedanken und Prinzipien der Welt ziehen in die Gemeinde ein. Ich habe das versucht, auch in meiner Schrift über
den Rick Warren und die Gemeindewachstumsbewegung zu zeigen, wie der Rick Warren wirklich weltliches Denken bis hin zu weltlichen Managementmethoden in seine Gemeinde hinein nimmt und damit letztlich die Gemeinde entheiligt. Sie nicht mehr an Gottes Wort gleichförmig anpasst, sondern an das Denken der Weltmenschen und an das Denken der Welt. Und damit ist die Gemeinde geistlich zerstört und verwüstet. Ihre eigentliche Wesenseigenschaft und auch ihre geistliche Kraft ist kaputt. Ihr Lieben, das gilt ja auch persönlich. Es gibt heute viele Christen, die sagen, ja, wenn du die Menschen heute noch erreichen willst, dann musst du sein wie sie. Du musst auch weltförmig werden. Du musst deine Absonderung aufgeben. Du musst äußerlich und von deinen Lebensgewohnheiten her werden wie die Menschen um dich herum. Und ich glaube, dass es nicht die Wahrheit ist. Ich glaube im Gegenteil, je heiliger wir leben, je konsequenter wir Christus ähnlich leben und nach den Maßstäben Gottes leben, desto attraktiver in Anführungsstrichen sind wir für Menschen, die wirklich suchend sind. Nur sind es nicht die Massen, es sind Einzelne. Aber ihr Lieben, jemand, der wirklich aus der Welt heraus enttäuscht ist und der sucht, der will doch keine christlich angestrichenen Weltmenschen sehen. Ja, der will doch nicht, dass die Leute kommen und sagen, ja, bei uns geht der Diskotanz fast so gut ab wie in der letzten Diskothek da im Dorf. Ja, sondern er will ja etwas radikal anderes, wenn er wirklich suchend ist. Ja, und dann ist jemand, der heilig lebt, freudig, unverkrampft, ungeheuchelt, heilig lebt und für Gott lebt und dabei Frieden und Freude hat, das ist das größte Zeugnis. Viel eindrucksvoller als jemand, der krampfhaft versucht, die Sprache der Welt und die Lieder der Welt und die Mode der Welt nachzuäffen. Ja. Also das gilt auch für die Gemeinde. Ja, eine wirklich heilige Gemeinde, die dem Herrn folgt und die sein Wort umsetzt in ihre Praxis, ist für ernsthaft suchende Menschen und auch für wirklich bekehrte Menschen ein wirklich anziehender Ort. Wir haben das erlebt, dass also mal ein junger Mann bei uns reinkam, der war also, hatte schulterlanges Haar und sah aus, als wäre er gerade irgend aus einer Hippie, aus dem Hippie-Kreis gekommen und wir haben gedacht, oh, der ist bestimmt das letzte Mal bei uns, ja, wenn der da sich rein verirrt hat. Und er kam dann wieder und kam wieder und er hat gesagt, er hat sich vor kurzem bekehrt und er sucht nach einer biblischen Gemeinde und er hatte so die ganze Palette durch und hat gesagt, bei euch will ich bleiben, ja, weil bei euch merke ich, dass ihr nach der Bibel leben wollt. Ja. Irgendwann hat er sich dann auch taufen lassen, die Haare wurden plötzlich ganz kurz und er fing an, wirklich dem Herrn nachzufolgen. Ja. Und es war eine Freude zu sehen, wie er auch in der Gemeinde gedient hat und wirklich auch ja, belebend gewirkt hat, ja. Aber nur um zu sagen, das stimmt nicht, dass eine sogenannte enge, bibeltreue Gemeinde für wirklich suchende Menschen nicht Anziehungskraft hätte, ja. Aber für unbekehrte Weltmenschen, die gar nicht ernst machen wollen mit Christus, hat sie natürlich keine Anziehungskraft. Das ist auch gut so, ja. Also das sind diese Linien, die wir sehen müssen. Die Gemeindewachstumsbewegung ist letztlich eine Verfälschung der biblischen Linie des Gemeindebaus und der biblischen Lehre von der Gemeinde. Und eine solche Verfälschung kann gar keine guten Früchte bringen. Ja, scheinbar gute Früchte, ja. Ja, also viele Menschen, die eine Entscheidung für Jesus gefällt haben, das bieten die Charismatiker, das bieten auch die Gemeindewachstumsleute. Ja, nur wenn man nachfragt, sind die wirklich wiedergeboren? Ja, zum Beispiel Rick Warren sagt, Frage, würden Sie ein Pärchen taufen, das unverheiratet zusammenlebt, sagt er. Ja, natürlich würde ich sie taufen. Tja, so kann man auch Bekehrte zählen. Ja? Leute, die einfach sagen, ja, ich möchte schon mit Jesus leben, aber meinen Lebensstil, meinen Sündigen, will ich nicht ändern. Ja? Die werden als bekehrt eingestuft und mit in die beeindruckenden Statistiken aufgenommen. Ja? So kann man natürlich große Mengen Leute zählen und bekommen. Ja? Wenn man wirklich nur die zählt, die wirklich wiedergeboren sind und ernst machen, wo man es auch am Leben sieht, dass sie wiedergeboren sind, ja, ja, da werden die Zahlen ganz schnell kleiner. Ja. Ich möchte noch einige Dinge sagen, auch zu ProChrist. Es ist im Grunde eine ganz verwandte Sache. Wir können feststellen, ProChrist ist im Grunde ein Verschnitt aus den Evangelisationskampagnen von Billy Graham und aus dem Konzept von Willow Creek.
Ja, erkennbar hat Harzani und haben die Kräfte, die hinter Pro Christ stehen, aus beidem Anregungen übernommen. Von Billy Graham kommt das Konzept der ökumenischen Evangelisation. Das hat dieser Mann, der einmal unter Fundamentalisten anfing in den 50er Jahren, seit Mitte der 50er Jahre konsequent durchgehalten, dass er gesagt hat, ich bringe meine Feldzüge, meine Kampagnen nur dort an, wo eine ganz große Koalition von liberaltheologischen Volkskirchen, von katholischen, möglichst auch jüdischen und vielleicht noch ein paar evangelikalen Grüppchen zusammen ist. Ja? Also er hat sich geweigert, nur unter den Bibeltreuen, also unter bibeltreuer Trägerschaft zu evangelisieren. Er hat gesagt, es müssen die Liberalen und die Katholiken auch dabei sein, sonst komme ich nicht. Ja? Er hat also überall eine große Koalition, ein Bündnis vorausgesetzt, in dem auch die Feinde des Evangeliums, die Namenschristen, die unechten Christen mit dabei sein mussten. Und damit hat er eine Vermischungsstrategie gefördert und bewusst betrieben. Ja? Billy Graham hat auch letztlich das Evangelium nicht wirklich klar und konsequent verkündigt. Ja? Obwohl viel biblisch Richtiges in seiner Verkündigung oft noch drin war, hat er alle die Dinge weggelassen, die zum Beispiel die katholische Kirche ärgern können. Ja? Er hat also nicht gepredigt gegen die Lehre von der Erlösung durch Sakrament. Das hat er einfach weggelassen. Ja, so wie die modernen Evangelikalen, die haben gesagt, wir wollen keinen Streit, wir wollen nicht uns abgrenzen, ja, wir wollen nicht sagen, die und die sind Verführer, ja, wir sagen nur noch das Positive. Und so hat er letztlich das Evangelium Schritt für Schritt verwässert und dieser Mann hat das biblische Evangelium steht nicht mehr auf dem Boden des biblischen Evangeliums. Das kam eigentlich erst so hinten raus durch einige Interviews, wo er zum Beispiel gesagt hat, er glaubt, dass Menschen auch gerettet werden können, ohne dass sie eine Entscheidung für Jesus Christus treffen. Dass also aufrichtige Menschen irgendwo in einem Stamm, in einem Volk, wenn sie nur aufrichtig sind und das tun, was sie für richtig halten, dass sie dann auch gerettet sind. Ja? Und genauso hat er zum Beispiel dann auch in so einem Interview gesagt, ja, er glaubt, dass das Feuer der Hölle nicht wörtlich zu verstehen sei, sondern das sei ein Symbol für das brennende Verlangen der Sünder nach Gott. Ja? Das ist im Grund eine Verleugnung der biblischen Grundwahrheit. Ja? Und dieser Mann hat ganz sicher schon viele Jahre vorher ein anderes Verständnis gehabt, wenn er Begriffe wie Hölle und Erlösung in den Mund genommen hat, als das, was wir normalerweise haben. Und das ist auch das Problem bei Pro Christ, dass noch viele Elemente des biblischen Evangeliums dort vorkommen, ja, dass sie aber nicht mehr wirklich konsequent in dem biblischen Sinn und Zusammenhang des biblischen Evangeliums verkündigt werden, sondern es wird auch bei Pro Christ ein an den modernen Menschen angepasstes, verkürztes, umgedeutetes Evangelium verkündigt. Ja, indem der Selbstwert des Menschen, die Selbstverwirklichung eine Rolle spielen, indem man nicht mehr sagt, dass der Mensch völlig verdorben ist. Ja? Paulus sagt ja, in mir ist nichts Gutes. Und das ist anstößig. Ja? Also wenn man einem Sünder sagt, guck mal her, du hast gesündigt und in dir ist viel Schlechtes, da würde er notfalls noch sagen, ja, das stimmt schon. Ja? Einzelne Sünden, ja. Aber wenn man sagt, dass du völlig verdorben bist vor Gott, dass da nichts Gutes ist, dann sagt der Mensch, nö, also so weit können wir ja auch wieder nicht gehen. Ja? Also etwas Gutes ist bei mir ganz bestimmt noch drin. Ja? Und deswegen ist es eine gefährliche Sache, wenn ich aufhöre zu sagen, der Mensch ist verderbt. Er ist ein Sünder. Er tut nicht nur Sünden, das geben die meisten noch zu, sondern ist im Wesen nach ein Sünder. Ja? Und diese unbequemen Wahrheiten werden einfach ausgeblendet. Man sagt nur noch das, was auch populär ist. Ja, es ist interessant, Parzani findet noch Worte in Bezug auf Ehebruch, aber in Bezug auf Hurerei, auf uneheliches Zusammenleben, was die Massensünde der heutigen Zeit ist. Da hört man keinen Pieps von ihm. Weil das wäre anstößig. Ja, da würden die Leute sagen, ja, wenn der sowas sagt, dann komme ich nicht mehr in die Versammlung rein. Ja? Also da merkt man, es wird stromlinienförmig aussortiert, was kann der moderne Mensch noch
annehmen, das will ich predigen, und was ihm anstößig ist, das lasse ich einfach weg. Ja? Das ist also ein verkürztes Evangelium. Ich habe mal einfach so ein paar Dinge aufgeschrieben, was nicht vorkommt bei ProChrist. Im Wesentlichen nicht vorkommt. Die Allmacht und Allgegenwart und die souveräne Herrschaft Gottes. Die Heiligkeit Gottes, der ein verzehrendes Feuer ist. Paulus sagt das mehrfach. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Das hört man nicht. Der Zorn Gottes über alle Sünde und alle gottlosen Sünder. Vom Zorn Gottes wagt heute kaum noch ein Evangelist zu reden. Aber laut Römerbrief, der erste Grundstein des Evangeliums. Ja, es wird geoffenbart vom Himmel her, im Evangelium nämlich, der Zorn Gottes. Römer 1,18. Über alle gottlosen Menschen. Ja, also diese Dinge werden nicht mehr gesagt. Die ewige Verdammnis als gerechtes Gericht über jeden Sünder. Fehlanzeige. Hört man nicht mehr. Die Bosheit der Sünde als Auflehnung gegen Gott. Wisst ihr, Sünde, man kann über Sünde reden und sagen, guck mal her, Sünder, du schädigst doch bloß dich selbst. Ja, wenn du sündigst, dann handelst du gegen deine ureigensten Interessen. Das ist gar nicht falsch. Aber ihr Lieben, nach der Bibel ist das nicht der entscheidende Gesichtspunkt von Sünde. Sondern das Entscheidende ist, Sünde ist Rebellion gegen Gott. Sünde ist eine Beleidigung Gottes, eine Herausforderung an den Schöpfer. Das ist das Entscheidende. Ja? Deswegen sagt Paulus, gegen dich allein habe ich gesündigt. Ja? Und wer das verschweigt, der bringt die Menschen nicht wirklich ins Licht Gottes, wo sie ihre Sünde in der rechten Weise erkennen können. Die völlige Verdorbenheit des sündigen Menschen, habe ich schon gesagt, an dem nichts Gutes ist, der zu nichts Gutem fähig ist. Ja, Parzali sagt irgendwann mal, wie ist der Mensch doch auf der einen Seite so zu Gutem fähig und auf der anderen Seite so zu Bösem? Ja, das ist eine schlichte Aussage weltlicher Philosophie. Ja, da würde jeder Weltmensch zustimmen. Ja, aber Parzali hätte sagen müssen, der Mensch ist überhaupt zu nichts Gutem fähig. Aber dann wäre er nicht populär gewesen. Ja? Die Tatsache, dass auch nach menschlichen Maßstäben gute, ordentlich lebende Menschen vor Gott verlorene Sünder sind, ist nicht so deutlich. Die Tatsache, dass auch moderne, heute gesellschaftlich akzeptierte Sünden wie Hurerei oder vorehelicher Geschlechtsverkehr, Zusammenleben ohne Trauschein vor Gott ein Gräuel sind und zur Verdammnis führt, ja, wird auch nicht klar gesagt. Die Tatsache, dass die ganze gottfeindliche Welt unter dem Gericht Gottes steht und zum Untergang verurteilt ist, was wir gestern gehört haben, finden wir nicht bei Parzani. Ja? Er ruft auf, miteinander für Europa. Ja? Er will die Welt stärken. Er will die Welt verbessern mit christlichen Beiträgen, anstatt zu proklamieren, dass sie unter dem Gericht Gottes steht und untergehen wird. Klare Buße als Bruch mit der Sünde und Unterwerfung unter Gott. Das finden wir nicht. Ja? Parzani sagt, Buße heißt, ändere die Richtung deines Lebens. Das ist nicht völlig falsch, aber es ist zu wenig, das so zu sagen. Ja? Millionen Menschen nehmen sich am Neujahrstag vor, sie wollen die Richtung ihres Lebens ändern. Ja? Aber das ist noch nicht biblische Buße. Ja? Die Erlösung aus der Macht der Sünde durch das Blut Jesu Christi. Also ich muss noch suchen, ich lese die Predigten von Parzani in den Büchern dann immer nach und durch, aber das Blut Jesu Christi als Erlösungsmittel habe ich bisher noch nicht gefunden. Warum? Bei ProChrist sind führende Liberaltheologen, wie zum Beispiel euer Landesbischof Fischer, im Kuratorium und finanzieren dieses ganze Unternehmen, die überhaupt nicht an die Auferstehung und an das Blut Jesu Christi glauben, ja? Und wenn man das Blut Jesu Christi erwähnt, von diesem schönen Lied von gestern ganz zu schweigen, ja, ja, da wäre jedem Liberaltheologen übel geworden. Ja? Deswegen hört man nichts von dem Blut Jesu Christi. Aber welcher Evangelist kann das Evangelium verkündigen, ohne das Erlösungsblut Jesu Christi zu verkündigen? Ja? Die Aufforderung an des Herrn Jesus Christus an alle Gläubigen, ihr Eigenleben zu verleugnen und zu verlieren und ihr Kreuz auf sich zu nehmen. Davon hören wir nichts. Warum? Das ist unpopulär. Damit gewinnt man keine Massen. Ja?
Aber es steht in der Bibel, und in der Bibel steht auch drin, dass ein Ungläubiger das wissen soll, damit er die Kosten überschlägt, bevor er anfängt, den Turm zu bauen. So macht es der Herr Jesus, ja. Er sagt, wenn du zu mir kommst, dann kannst du dein Eigenleben in den Tod geben und verlieren. Das ist der Preis. Ja? Er sagt das nicht hinterher. Er sagt, lock die Leute erst an, dass sie sich bekehren. Hinterher erzählen wir ihnen was von der Selbstverleugnung. Ist doch Betrug. Funktioniert doch nicht. Dann sagen die, ja, so habe ich die Rechnung nicht gemacht. Das ist für mich nicht akzeptabel. Ja? Ja, die Ausschließlichkeit des Heils allein durch Jesus Christus, auch im Hinblick auf die Anhänger anderer Religionen. Es ist interessant, wie sorgfältig Parzani das ausklammert. Dass auch die Hinduisten und die Moslems auch bei uns in unserem Land keinen anderen Weg zu Gott haben als Jesus Christus. Parzani sagt immer nur etwas vom christlichen Abendland und von den christlichen Menschen. Ja? Er klammert dieses heikle Thema aus. Dass auch die Juden einen Erlöser brauchen, das hat zum Beispiel Billy Graham schändlich verleugnet, indem er sogenannte bekehrte Juden zu den jüdischen Rabbis, den liberalen und orthodoxen Rabbis geschickt hat. Genauso wie er bekehrte Katholiken in die Seelenpflege der katholischen Priester geschickt hat. Ja. Das ist Verrat am Evangelium. Ja. Das zeigt, dass er das überhaupt nicht wirklich ernst meint, was er da verkündigt hat. Ja. Also das einfach nur mal ganz kurz so gesagt, was da fehlt. Es gibt also auch eine Verfälschung des Evangeliums durch das Beiprogramm. Das möchte ich nur noch kurz erwähnen. Ich muss mich kurz halten, damit wir auch noch Zeit zum Aussprache haben. Das Beiprogramm, das Rahmenprogramm nimmt etwa 50% der Pro-Christ-Sendungen ein. Das ist an sich schon ein Skandal. Ja? Da wird für Millionen Aufwand die Möglichkeit geschaffen, dass ein Evangelist das Evangelium verkündigen kann. Ja? Eine Stunde etwa ist die Gesamtzeit, eine halbe Stunde davon ist nur Songs, Tanz, Theater, Geschwätz, Witze. Und dann nochmal 10 Minuten Parzani, Witze, Storys, irgendwelche oberflächlichen Bemerkungen und etwa 20 Minuten von der Stunde wird überhaupt was gesagt zum Evangelium. Und das ist dann noch verwässert. Ja? Das heißt, da wird kostbarste Zeit verschwendet. Aber nicht nur verschwendet, sondern die Botschaft des Beiprogramms ist ein falsches Christentum. Ja? Die Botschaft der Lieder, die Botschaft dieser Tänze, ja, wo man dann so Männer mit schulterlangem Haar und Frauen mit ganz kurzen Haaren sieht, in eng anliegenden, körperbetonten Ballettanzügen tanzen, die einen Worship-Tanz, ja, solche Sachen, oder dann ein Worship-Lieder, das war das letzte Mal, ja, wo es mir also wirklich ganz anders wurde. Ich war ja früher auch in der Rock- und Popkultur, ja, wenn man dann diesen Anbetungsleiter aus Deutschland sieht, der dort angestellt war und der dann da mit der Gitarre dann die entsprechenden Bewegungen machte, die man gut kennt, wenn man aus diesen Kreisen kommt und das gewöhnt war, das also absolut unanständig und absolut unmöglich für einen Christen ist, ja. Das war die eine Sache. Und dann eben auch Lieder. Gott, du nimmst mich an, wie ich bin. Bei dir kann ich sein, wie ich will. Ja, totale Selbstverwirklichung, ja. Also Christsein bedeutet, ich kann genauso weiterleben in der Welt, nur ein bisschen anständiger, ein bisschen gefiltert von allzu zerstörerischen Dingen. Ich kann machen, was ich will. Gott segnet mich dabei, ja. Und diese Botschaft kommt ja erst mal eine halbe Stunde, bevor die Predigt kommt, ja. Und da wird im Grunde schon gesagt, du brauchst keine Angst haben, dass wir heilig werden oder dass wir dich irgendwie zur Buße rufen, ja. Du musst nur ergänzend zu deinem bisherigen schönen Leben noch Christus aufnehmen, dann hast du auch noch so eine religiöse Dimension bei dir in deinem Leben und alles wird gut, ja. Ich übertreibe das ein bisschen, aber im Prinzip ist es die Botschaft dieser Lieder und dieses Beiprogramms. Ich möchte noch mal 2 Zitate lesen zu dem Ganzen. Beides von Amerikanern. Eines von einem Evangelisten, James Stewart, der hat schon in den 50er Jahren gesagt, ich glaube, dass Satan uns heute ein falsches Werk der Evangelisation anbietet, damit wir getäuscht und zufrieden sind und uns nicht mehr nach dem Echten sehnen. Es gibt eine ganz ernsthafte Gefahr, einen populären Jesus zu predigen. Um die Unerretteten zu erreichen, heben wir fälschlich, wenn auch aufrichtig, nur eine Seite des christlichen nur eine Seite des christlichen Lebens vorgestellt, die Freude der Errettung.
In unserer Sorge, nur ja die Weltmenschen einzufangen, haben wir den Eindruck erweckt, das Evangelium sei eine fast schon lustige, leichtfertige Botschaft. Es gibt zu viel Gelächter in unseren Versammlungen und zu wenig Weinen. Was mich betrifft, so weigere ich mich völlig, Leute zu unterhalten, weder ältere Gläubige, die oft kalt und fleischlich sind, noch jüngere Gläubige, die keine Tiefe, keine geistliche Gesinnung und kein Verlangen haben, die Tiefen Gottes zu erforschen. Vor allem weigere ich mich, Sünder zu unterhalten, die auf dem Weg zur Hölle sind. Ich predige, wie Richard Baxter es tat, als ein sterbender Mann zu sterbenden Männern und Frauen. Ich möchte nicht, dass Seelen einmal in meinen Namen im Feuersee verfluchen und sagen, ja, ich bin da in eine Evangeliumsversammlung gegangen, aber dann hat der Prediger Stuart nur Witze gemacht und die Leute unterhalten. Er machte aus dem Christentum ein lächerliches Theater. Die alte Methode der Evangelisation bestand darin, die Menschen zum Weinen zu bringen, aber die moderne Hollywood-Methode besteht darin, die Leute zum Lachen zu bringen. Seid ihr alle fröhlich? Dann sagt Amen! Also müssen unsere Lieder und Chorisse Jazzmelodien haben, sonst können wir uns nicht amüsieren. Wir brauchen viele Witze, sonst war es keine gute Versammlung. Das ist der Grund, weshalb es heute solch einen traurigen Mangel an Überführung von Sünde in den modernen Evangelisationen gibt. Der Heilige Geist kann in einer leichtfertigen Atmosphäre nicht wirken. Und das andere Zitat kennen wahrscheinlich viele von euch. Dieses Zitat von Tozer über das alte und das neue Kreuz. Auch das trifft auf Prochrist ganz erschreckend und deutlich zu. Ich möchte auch das nochmal lesen. Auch in den 50er Jahren geschrieben. Ganz am Anfang dieser Entwicklung. Das war noch weit von dem entfernt, was wir heute bei Prochrist haben. Gänzlich unbemerkt, sagt Tozer, ist in unserer modernen Zeit ein neues Kreuz in viele gläubige Kreise eingedrungen. Zwar ähnelt es dem alten Kreuz, nur mit dem Unterschied, dass diese Ähnlichkeit eine imitierte ist und dass es sich dennoch wesentlich von dem alten unterscheidet. Von diesem neuen Kreuz ist eine neue Philosophie auf das Christenleben übergesprungen und diese neue Philosophie brachte eine neue evangelistische Methode mit sich, eine neue Art der Versammlung und des Predigens. Diese neue Verkündigung gebraucht dieselbe Sprache wie die alte, aber ihr Inhalt ist nicht dasselbe. Und der Schwerpunkt ist verschoben worden. Das alte Kreuz hat nichts mit der Welt zu schaffen. Für Adams stolzes Fleisch bedeutet es den Tod. Durch dieses Kreuz verwirklichte sich der Richterspruch, der über dem auf dem Berge Sinai gegebenen Gesetz lag. Das neue Kreuz steht nicht im Gegensatz zur Welt. Es ist eigentlich ein freundlicher Kumpan und wenn man es recht versteht, die Quelle guter, sauberer Unterhaltungen und unschuldiger Vergnügen. Es lässt den Menschen unbehelligt leben. Seine Lebensmotive sind unverändert geblieben. Er lebt noch immer zu seinem eigenen Vergnügen, nur dass er jetzt christliche Lieder singt und sich religiöse Filme ansieht, anstatt anstößige Lieder zu singen oder stark alkoholische Getränke zu sich zu nehmen. Das neue Kreuz bringt eine neue und völlig unterschiedliche Evangelisationsmethode mit sich. Der Evangelist verlangt keine Absage an das alte Leben, bevor ein neues empfangen werden kann. Er predigt nicht die Kontraste, sondern die Ähnlichkeiten. Er versucht, sich dem öffentlichen Interesse anzupassen, indem er zeigt, dass das Christentum keine unangenehmen Forderungen stellt, sondern dasselbe anbietet wie die Welt, nur auf einem höheren Niveau. Das, wonach die sündenverrückte Welt momentan schreit, bietet dieses neue Evangelium, nur mit dem Unterschied, dass das religiöse Produkt besser ist. Das neue Kreuz zerbricht den Sünder nicht. Es gibt ihm lediglich eine andere Richtung. Es treibt ihn dazu, auf eine saubere und fröhlichere Art zu leben und erhält ihm seine Selbstachtung. Die Verkündigung, die zwischen dem Weg Gottes und dem der Menschen freundliche Parallelen zieht, ist von der Sicht der Bibel aus gesehen falsch und ein grausames Vergehen an den Herzen derer, die zuhören. Der Glaube Christi verläuft nicht parallel mit der Welt, sondern durchtrennt sie. Wenn wir zu Christus kommen, bringen wir unser altes Leben nicht auf eine höhere Ebene, sondern lassen es am Kreuz. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Wir, die wir das Evangelium predigen, müssen uns nicht als öffentliche Vermittler vorkommen, die gesandt wurden, um zwischen Christus und der Welt ein gutes Einvernehmen herzustellen. Wir dürfen uns nicht einbilden, es sei unsere Aufgabe, Christus dem Fortschritt, der öffentlichen Meinung, dem Sport oder der modernen Bildung anzupassen. Wir sind keine Diplomaten, sondern Propheten und unsere Botschaft ist kein Kompromiss, sondern ein Entweder-Oder. Das hat also Tozer schon
vor vielen Jahren gesagt, als diese Entwicklung noch in den Anfängen war. Ja? Zum Abschluss vielleicht noch Folgendes. Es ist ganz sicher so, dass wir dankbar sein dürfen für alle möglichen Bestrebungen, das biblische Evangelium zu verkündigen. Ja? Niemand soll sagen, dass man leichtfertig Evangelisation ablehnt oder zurückweist. Aber es muss wirklich das biblische Evangelium sein. Eine angepasste, verkürzte, weltförmige Botschaft rettet nicht. Und das ist die ganz ernste Sache. Wir haben in unserer Gemeinde einen Bruder, aus dem Katholizismus kommend, etwa Anfang 40, der hat gesagt, ich habe mich bei ProChrist bekehrt, aber das war nicht echt. Und ein halbes Jahr drauf hat er einen ernsten Christen kennengelernt, einen Arbeitskollegen, der hat ihm dann wirklich das Evangelium erklärt und durch geduldige Gespräche ist er an den Punkt gekommen, wo er sich wirklich bekehrt hat und zur Wiedergeburt durchdrang. Ja, und im Nachhinein hat er gesagt, das war alles nur eine religiöse Stimmungsmache und das ist ganz schnell bin ich wieder in meinem alten Leben gewesen. Ja, also echte Bekehrungen fordern ein klares, echtes, unverkürztes Evangelium. Ich möchte zum Schluss aus 1. Korinther 1 noch diese ganz wichtigen Verse lesen, die Paulus über biblische Evangelisation niedergeschrieben hat. 1. Korinther 1 ab Vers 17. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Also dort, wo menschliche Methoden, Paulus nennt hier Rhetorik, ja, das Lieblingssteckenpferd der Griechen, Redekunst, dass man die Sache besonders effektiv formulieren will. Schon allein das, sagt er, kann das Kreuz des Christus zunichte machen in seiner Wirksamkeit auf den Sünder. Ja, wie viel mehr die modernen Methoden. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise? Wo der Schriftgelehrte? Wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und dann die ersten Verse von Kapitel 2 noch. So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Paulus war sich dessen bewusst, dass die Botschaft von dem gekreuzigten Christus, die er predigte, sozusagen völlig daneben lag in Bezug auf seine beiden Hauptzielgruppen. Ja? Der hatte ein Problem, würde man heute sagen. Ja? Paulus hat gewusst, wenn ich Christus als Gekreuzigten predige, dann werden die Juden Anstoß nehmen, weil sie keinen gekreuzigten Messias wollen, weil sie einen siegreichen Befreier wollten, aber keinen leidenden Erlöser. Ja? Die Heiden dagegen finden das, was ich sage, unsinnig, weil ihnen ein Sohn Gottes, der stirbt, völlig fremd ist. Ja? Also sozusagen meine Botschaft findet kulturell überhaupt keinen Anklang. Ja? Sie steht quer zu dem Bewusstsein meiner Zielgruppe. Was mache ich denn jetzt? Nun, der moderne Christ würde sagen, du musst deine Botschaft anpassen. Du musst dieses Ärgernis des Kreuzes irgendwie so umformulieren, dass ein Jude sagen kann, ja doch, damit kann ich leben. Ja? Paulus hat etwas ganz anderes gesagt. Er hat gesagt, Leute, ich verkündige
diese unpopuläre Wahrheit. Ich verkündige das, von dem ich weiß, dass es nicht ankommt. Warum? Weil echte Bekehrung sowieso nicht in meiner Kraft steht. Sie ist nicht von meiner Redeweisheit abhängig, sondern sie ist ein Ergebnis des souveränen Wirkens Gottes. Das Wort hat Kraft, und zwar nur dann, wenn ich es getreulich predige. Wenn ich das Wort Gottes ersetze durch Menschenworte, durch Menschenweisheit, dann raube ich den Menschen die Errettung. Dann wirkt der Geist Gottes nicht. Dann gibt es unechte Bekehrungen. Und es gibt Tausende und Zehntausende und Hunderttausende von unechten Bekehrungen in der Christenheit in den letzten 30, 50 Jahren, 40 Jahren, einfach wegen eines verkürzten Evangeliums und einer menschlich zurechtgemachten Verkündigung, die nicht mehr den vollen Ratschluss Gottes in Einfalt verkündigt. Das ist meine Überzeugung. Ja? Gott wirkt dort, wo sein Wort unverfälscht, kompromisslos, klar verkündigt wird. Dort wirkt der Geist Gottes. Und der Geist Gottes allein kann Menschen zur Umkehr bringen. Nicht menschliche Überredung. Ja? Und deshalb ist dieses ganze Konzept des Gemeindewachstums, das ganze Konzept von Pro Christ grundfalsch. Weil es letztlich auf menschliche Methoden setzt, auf Menschenweisheit, Überredungsstrategien, statt auf das Wirken des Geistes Gottes. Ja? Ich muss das Evangelium kompromisslos bezeugen und verkündigen im Vertrauen darauf, dass Gott sich zu seinem Wort stellt. Anders habe ich überhaupt keine Chance als Evangelist oder Zeuge des Evangeliums. Ja? Und wenn ich aber das tue, dann habe ich Furcht und Sorge, ich könnte etwas menschlich abschwächen und verfälschen. Dann habe ich Sorge und trage Sorge, dass der ganze Ratschluss Gottes wirklich verkündigt wird und überlasse Gott die Frucht. Das ist die biblische Haltung. So hat ein Whitfield, ein Wesley gepredigt. So sind in früheren Zeiten Hunderttausende zum Glauben gekommen. Einfach durch das gepredigte, klare Wort Gottes. Heute sind es keine Hunderttausende mehr. Ja? Und trotzdem sind wir gerufen, immer noch dieselbe biblische Herangehensweise nachzuahmen, wie sie ein Paulus uns vorgegeben hat. Wir haben keinen anderen Weg. Alles andere führt nicht zum wirklichen Gemeindebau, zur wirklichen Errettung von Sündern, sondern es führt dazu, dass Menschen in einen religiösen Betrug hineingetrieben werden. Sie meinen, sie seien Christen und sie sind es nicht wirklich. Die Kraft des Geistes fehlt. Deshalb müssen wir diese Dinge aus meiner Sicht zurückweisen. Nicht, weil wir gerne polemisieren, weil wir Sektierer sind, sondern einfach, weil wir nur die Wege als bibeltreue, gläubige Christen, nur die Wege gehen können, die Gottes Wort uns vorschreibt, die Gott selber uns in seinem Wort gewiesen hat. Einen anderen Weg dürfen wir um des Gewissens willen nicht einschlagen, sonst werden wir unserem Herrn untreu. Und das möge der Herr verhüten. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten und dann können wir uns zur Aussprache noch zusammensetzen. Herr Jesus Christus, wir wollen dich preisen und dir danken, dass du in deinem Wort uns doch so klare Maßstäbe auch gegeben hast, was es bedeutet, dein Evangelium zu verkündigen. Bitte schenk uns Gnade, dass wir diese Maßstäbe auch ganz einfältig und klar auf unsere heutige Situation anwenden, dass wir uns nicht von Menschen, Weisheit und menschlichen Methoden verwirren und beeinflussen lassen. Bitte gib Gnade, dass wir doch auch wirklich als Christen, als Einzelne und als Gemeinden doch treu bei dem bleiben, was dein Wort uns zeigt, wie wir das Evangelium weitergeben sollen. Herr, dass wir vertrauen nicht auf unsere menschliche Methodik, nicht auf Gemeindewachstumsrezepte, sondern auf das Wirken deines Geistes, Herr. Das allein kann Menschen wirklich aus der Finsternis zum Licht bringen. Dein Wort allein ist der Same der Wiedergeburt. Herr, lass uns das bedenken und schenke uns die Kraft, wirklich auch auf unbiblische Abwege zu verzichten und uns davon fernzuhalten und umgekehrt wirklich ein entschiedenes und klares Zeugnis des Evangeliums auch in unserer Lebensumgebung noch weiterzugeben. Herr, segne uns auch in unserem Austausch, segne dein Wort an uns, dass es uns Klarheit gibt, und wir danken dir dafür. Amen.